Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Blutpflaume. An ihr zeige ich euch, wie man Bäume pflanzt. Da der Boden sehr steinig ist, haben wir schon ein Loch gegraben und da er sehr trocken ist, schon etwas gewässert. Um den Baum zu pflanzen, solltet ihr vorab ein bisschen Hornspäne oder einen anderen organischen Dünger wie Kompost in das Loch geben, damit der Baum gut anwurzeln kann und auch schnell neue Wurzeln bilden kann. Anschließend wird der Baum ins Loch gesetzt und zwar so, dass die Oberfläche, wie er im Topf stand, auch mit der Erdoberfläche gleich ist. Anschließend wird das Loch verfüllt mit Erde und gut angedrückt. Vor allem wird seitlich angedrückt und nicht direkt auf den Ballen drauf. Dann muss ein Verdunstungsschutz drauf, damit die Sonne nicht das Wasser aus dem Boden ziehen kann. Da können wir einmal Rindenmulch nehmen, das machen wir dann. Und wir können auch gleichzeitig eine Pflanze wie den Thymian pflanzen, der unsere Pflanze dann vor den Boden unter der Pflanze vor Austrocknung schützt. Am besten an drei Seiten, dass sie sich schön ausbreiten. Und dann nochmal alles mit Mulch abdecken, bis der Thymian angewachsen ist und die Leistung übernimmt, verhindert der Mulch sozusagen, dass die Verdunstung eintritt. Anschließend schneiden wir den Baum ein bisschen zurück, der ist schon recht stark zurückgeschnitten, aber wir können trotzdem noch ein bisschen etwas wegnehmen, um die Verdunstungsmenge durch die verringerte Blattleistung zu verringern. Je weiter ihr zurückschneidet, desto besser wächst der Baum an. Jetzt gießen wir an. Ihr solltet ungefähr, also immer so gießen, warten, dass es einsickert, wieder nachgießen. Pro Baum solltet ihr ungefähr 20 Liter gießen. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Bäume pflanzen und alles Gute.